Ich bin Ferdinand. Man sieht mich und denkt, groß, furchteinflößend. Man denkt, wenigstens ist er nicht im Porzellanladen. Oh nein. Ich bin Emire Meixelbronn und ich spreche die Sissi in Ferdinand geht stierisch ab. Ich bin hier, um einen Stier auszuwählen. Ich nehme diese. Showblade, wenn du bist wie du. Ich bin kein Kämpfer. Wisst ihr, wie man hier rauskommt? An uns kommt nichts vorbei. Nie und nimmer, nimmer, immer nie und nimmer. Also ich kannte Ferdinand der Stier schon aus meiner Kindheit und war sehr aufgeregt, dass es jetzt einen Kinofilm gibt, weil ich die Geschichte einfach wahnsinnig süß und berührend und ehrlich gesagt auch zeitgemäß finde. Wir sind auf der wunderschönen Pferdalseite und das ist die Stinker des Stiers. Die drei Lipizzaner, die sind schon sehr von sich überzeugt und die Sissi auch, weil die haben ja die schönsten Beine und die können am besten tanzen. Eigentlich sind sie unerträglich. Aber ich liebe sie sehr. Schlechti, ich wünsche dir noch einen stinkenden Tag. Hi, Hof Josef, hi, Hof Sisi. Ich bin kein Kampfstier. Du musst kein Kampfstier sein. Das Besondere an Ferdinand ist, dass er halt einfach nicht kämpfen will. Ich liebe diese Botschaft generell. Komm, kleiner Kerl, komm zurück. Das war knapp, entschuldige! Au! Ich weiß, man sieht mich und denkt, groß! Du bist gigantorisch! Ich kann's kaum erwarten, dich den anderen vorzustellen! Die werden den ganzen Hof düngen! Man denkt furchteinflößend! Wer seid ihr denn? Ich bin Una. Ich bin Dos. Und ich bin Quadro. Was ist mit Tres? Wir reden nicht über Tres. Hallo, ich bin der Florian Danner. Und ich spreche den Josef in Ferdinand geht stierisch ab. Showblade, wenn du bist wie du. Ich bin kein Kämpfer. Ich bin Josef, ein Pferd, eins von drei österreichischen Lipizzaner-Pferden. Ein ziemlich vulgäres Prolo-Pferd. Für mich ist ja das erste Mal, dass ich so eine Synchronsprecherrolle übernehme. Und für mich war das ganz neu, da auf den Bildschirm schauen zu müssen und jeden Laut auf eine Millisekunde genau zu timen. Wisst ihr, wie man hier rauskommt? Wir sind da auf der wunderschönen Pferdalseite und das ist die Stinker des Stiers. Die Pferde mögen Ferdinand natürlich überhaupt nicht. Er ist ja auf der anderen Seite des Zauns und sie tun alles, damit Ferdinand nicht auf ihre Seite des Zauns kommt. Schlechti, ich wünsche nur einen stinkenden Tag. Hi, Hof Josef. Hi, Hof Sisi. Ich habe noch nie was von Ferdinand gehört, bevor ich den Trailer gesehen habe. Und erst dann ist mir klar geworden, oh, das sollte ich eigentlich kennen. Und es ist eine Bildungslücke, Ferdinand nicht zu kennen. Das war knapp, entschuldige.